Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von mir hier auf meinem Kanal. Und heute machen wir mal wieder einen 5 Masken Full Clear Run mit unserem Mage. Und natürlich mit einem kleinen, aber feinen Nachteil. Und zwar werden wir heute in der Ego-Perspektive spielen, ja, genau so. Und 5 Masken sind aufgesetzt, perfekt. Und ich würde sagen, da geht's auch schon wieder direkt rein. Let's fucking go! Okay, so werden wir spielen und ja, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Wird auf jeden Fall eine andere Experience, so viel ist klar. Oh scheiße, wir haben unsere Essenzen auch noch vergessen. Ach, whatever, geht schon. Und ja, ups, wir wollen ja in Ego-Perspektive spielen, Dudel. Aber natürlich mit Interface noch, so viel muss sein. Wir machen hier mal einen großen Pull. Okay, Zwielichtverwüstung gegen irgendwo... Irgendwo ins Nichts. Das ist ja auch mal interessant. Ansonsten ist der Sound vielleicht... Ne, ist eigentlich perfekt, so I guess. Okay. K.A. was ist das? Ich sehe hier nichts mehr. Hallo? What? Ich sehe nichts mehr, Dude. Hier explodiert nur alles. Okay. Ja, das ist ja auch schön, wenn man nichts mehr sieht. Egal, hier mal geblockt. Oh, da haben wir einen großen, bösen Ork. Uff. Guckt ihn euch an. Holy shit. So. Stirbt er da jetzt mal, oder was? Man sieht schon, es läuft hier alles viel schlechter und so. Okay. Da haben wir mal die Fliege gemacht. Ich sehe hier gar nichts mehr, Dude. What the fuck? Okay, Dude. So, ich würde sagen... Ah, doch, wir gehen nach rechts. Wir gehen nach rechts. Und ist auf jeden Fall schon mal ein anderes Spielerlebnis, wenn man mit Ego-Perspektive spielt. Holy shit, hier muss ich mich irgendwie reinstellen. Ich sehe aber irgendwie auch nichts mehr. Das ist vielleicht ein bisschen kritisch. Hallo, wo bin ich? Okay. Einfach mal einen Pyroschlag hardcasten. Geht auch. So, hier kann man sich reinstellen. Stehe ich in ihm drinne? Ich glaube, ich bin in ihm drinne, Dude. Ich glaube, ich bin richtig gut drinne. Ih, das ist eine Spinne. Bah, ist ja widerlich. Holy shit. So, jetzt springen, okay. Garona, steh auf. Hallo. Was schläfst du hier? What? Da, fuck, die schläft einfach. Was ist mit der falsch? Naja, wie auch immer. Weiter geht's. Dominator müssen wir auch noch killen. Okay, Dude. Der Dominator. Da geht's rein in den Drachenodem. Und ansonsten sehe ich hier nicht viel außer einen großen... Was ist das? Sieht aus wie irgendwas Komisches auf jeden Fall. Ist irgendwie hart widerlich, to be honest. Alter, ich bin am Sterben. Aua, aua, aua. Kann auf jeden Fall noch lustig werden, wenn dann später... Oh, hier, Kristall gefunden. Oh, look at this, dude. Richtig schöner Kristall. So. Noch ein Opfer. Uff. Noch ein Opfer, dude. Hier geht's erstmal rein und Meteor oder was? Ansonsten, das stirbt hier schon alles. Okay, das Gift ist gebrockt. Oh, da war ein FPS-Drop. Ich hab das Gefühl, da muss auch der Rechner härter arbeiten. Also mein PC ist auf jeden Fall lauter als sonst. Wenn man so spielt. Habe ich das Gefühl zumindest. So. Haben wir noch einen Kristall hier irgendwo oder was? Meine Dudes. Oh, look at this, Dude. Ich bin einfach der Kristallfinder. Holy shit. Guckt's euch an. So, jetzt killen wir ihn hier. Zack, bam. Weg mit ihm, ist schon tot. Ih, das ist wie eine Spinne. Ranzig, Dude.
Okay. Interessant. So, ist hier eine Kiste drin? Nö, anscheinend nicht. Ist hier was drin? Hä? Wo sind die Kisten? Ah, da hinten ist eine Kiste und sonst die anderen habe ich wohl verpasst. Egal, auf jeden Fall, wir gehen hier rein in den guten Mann. Stehen wir hier drinnen? Ich glaube schon. Stehen wir drinnen? Müsste. Ach, Digga, ist ja ein Joke hier. Ja, ich bin auf jeden Fall in ihm drin, ne? Bei mir läuft. Nee, hä? Ich bin gar nicht mehr in ihm drin. Okay, dude. Unlucky, I guess. Oh, Digga, er ist gestorben. Holy shit. Hä? Wieso laufe ich die ganze Zeit geradeaus? Strange. So, da ist. Ach Leute, ich habe gar nicht automatisch Plündern an. Ja, das ist natürlich ein bisschen unfortunate. Gut, jetzt ist es aber an. Haben wir schnell angeschaltet. Oder eingeschaltet? Keine Ahnung. So, weiter geht's. Da ist. Das ist Misha. Großer Bär auf jeden Fall. Okay, da bin ich wohl desorientiert geworden. Lul. Zack, zack, bam, bam. Oh, hier brennt's nur. Alter, seht ihr das auch? Ich sehe nichts außer Feuer, Dude. Hier ist es nur hart am Brennen. Keck. Oh, da ist ein Gift gebrockt. Auch nett. Kann man auch mal mitarbeiten. Aber ja. Ist auf jeden Fall ein anderes Spielerlebnis, als wenn man immer von weit draußen spielt. Das könnte actually. Das wäre doch mal ein guter Affix für Mittelschluss. Das wäre doch mal was. Da können sie nicht immer schummeln mit ihren Kamera weit rauszoomen. Müssen sie mal so spielen. Das wäre mal ein Dungeon-Modifikator. Der würde Spaß machen. Da würde gar nichts mehr gehen, Dude. Da musste das Spiel neu lernen. Guckt's euch an, Junge. Sick. Bam. Oh, hier ist so Gift auf dem Boden. Ja, schade aber auch. Egal, Zwielichtverwüstung hilft immer mit. Ranzig hier diese Viecher auch immer. Widerlich. Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich krieg da mal Gänsehaut von, wenn ich so. Hier auch das Vieh. Bah, guckt's euch an, wie widerlich das alles ist. Jesus fuck. Oh, Digga, was war das für eine. Digga, was war das für eine Bombe? Holy shit, was hab ich da gepult? Hab ich irgendwas gepult? Naja, gut. Da ging es auch immer irgendwie hoch. Hä, der Pull lief ja besser als sonst. Das war, glaube ich, einfach nur insane Glück. Oh, okay, wir wurden gestunt. Into 4, schade. Ih, da sind auch noch immer diese Viecher. Aber okay, sind jetzt alle tot. Und auch wenn man hier mega am Rumfällen ist, kann man das Ganze anscheinend trotzdem easy schaffen, wie es ausschaut. Boah, guckt es euch an, ich bin ein richtiger Godcaster. Oh, ich glaube, da muss ich mal rausblinken. Wunderbar, Dudes. Nice. Zack. I. Was war das schon wieder? Ist hier noch ein Kristall drin? Nö. Okay, schade. Unlucky. Ist sonst noch was hier irgendwo drin? Nö. Kurz stehen bleiben. Wo muss ich lang? Hier anscheinend lang. Hä, wo ist denn der Kristall dann sonst? Der kann doch dann nur hier unten sein, oder? Ah ja, da ist er, der Kristall. Guckt's euch an. Ein schöner Kristall war da. Digga, wieso hänge ich hier? Ich bin zu fett. Oh, müssen stehen bleiben. Nice. Oh, der Knochenzermalmer. Das ist schon richtig sicker, du. Da musst du aufpassen.
Der ist ein gefährlicher Mann. Vielleicht bürsten wir ihn einfach schnell um. Oh, Digga, genau das meine ich mit gefährlich. Das ist eine miese Ratte, sage ich euch. Da müsst ihr echt vorsichtig sein, Dudes. Oh, aber actually können wir direkt zu Thrall gehen, oder was? Ey, komm, Dudes, da gehen wir einfach rein. Zack, 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 zack. Ich sehe nicht mehr viel, aber ich glaube, es passieren Dinge. Okay, Rexha ist gestorben, das ist ja auch gut. Wenn der Rexha stirbt, dann macht Spaß. Sehr schön. Da haben wir noch wieder. Es ist immer wieder eklig, diese komischen Mahnen. Guckt es euch an, richtig widerlich. So, dann geht's hier raus. Wunderbar. Oh, da haben wir noch einen Kristall. Nice. So, dann habe ich hier, glaube ich, habe ich. Ja, ich habe hier zwei Kisten eingesammelt. Damn. Läuft ja besser, als wie wenn ich normal spiele, gefühlt. So, dann raus hier und rein nach links. Actually, wir brauchen hier auch noch die Kristalle. Wir brauchen hier auch noch die Kristalle, meine Dudes. Hier links. Guck mal, da leuchtet es schon, also muss ich die Gruppe hier leider spielen. Guck mal, guckt euch mal hier den Schamanen an. Der denkt, der kann sich seinen verderbten Blitz casten. Aber haha, nicht mit mir. Nicht mit mir, du Fiesling, du. Nice, Dudes, nice. Oh, in die Bank. Da ist leider kein Kristall zu finden. Schade. So, wenn wir hier mal gucken. Oh, da ist blau. Klicke ich hier auf blau. Zack. Das Blau ist das Gift. Was ist das? Nervenkügelchen. Auch widerlich, wenn man das alles mal so aus nächster Nähe sieht. Oh, Nachos gibt es hier auch zu vergeben. Okay. Schmiedeatem. Nee, nee, meinen Süßen. Guckt ihn euch an. Hammer, der reckt sich einfach hoch. Hammer, der wird einfach gehealt, der schummelt. Was ist das für ein Schummler? Warte mal, muss ich einfach Damage stoppen eigentlich? Nee, der hielt sich sogar so. Bringt nix. Yo, Digga, schrei mich halt an, Alter. Was ist falsch mit dir? Dafür soll es auch mal so Erfolge geben, wenn man irgendwie mal hier in Ego-Perspektive spielt oder so. Das wäre doch mal was. Damit könnte Blizzard halt auch noch was machen. Damit ist im Spiel gefühlt noch gar nichts drin, wo du echt in Ego-Perspektive spielen musst. Außer vielleicht bei so Spielzeugspielen muss man das vielleicht mal machen, aber sonst. Das wäre mal was. Ja, aber da gut, da würden ja alle wieder rumheulen. Das wäre nicht fair. Und jeder will, er will so spielen, wie er es möchte und nicht, wie es vorgeschrieben wird. Kappa. Was ist das hier? Gequälter Vernichter der Korkron. Okay, dude. Na dann. So, dann gehen wir mal hier hoch. Ey, wie sich das anfühlt, wenn man in Ego-Perspektive hochläuft. Ganz anders. Ganz anders, Dude. Solltet ihr auch mal ausprobieren. Einfach mit Ego-Perspektive spielen. Ich meine, die 5-Masken-Vision sind ja keine Herausforderung mehr mit so einem Gear, was ich hier habe. Was habe ich hier an? 480. 10 Item-Level drüber, was hier droppt. Ja, aber wenn ihr es natürlich nicht habt, spielt es einfach nochmal. Ihr seht ja, wie sich das spielt, wenn man mal anders spielt. Auf jeden Fall anders. Okay, dodging this. Guck mal, selbst so dodge ich noch die Fähigkeiten. Alter, was ist das für ein großer Penis, Alter. Was ist falsch mit dem, Dude? So, ich habe irgendwelche komischen Sachen über meinem Kopf oder vor meiner Schnauze. Ich weiß nicht genau, was das ist. Aber okay. So, ich würde sagen, wir pullen diese Ratte. Pullen mal hier irgendwo rein. Ich weiß nicht, wo ich hier genau stehe. Ich stehe hier irgendwo. Ah, ist schon tot. Ich weiß nicht mehr, was hier passiert, Dude. Hallo?
Ich hänge irgendwie auch. Was weiß ich, Alter, was hier. Wurde in das Zelt reingeschmissen. Wie so ein Stück Scheiß. So, was haben wir hier? Oh, da ist leider kein Kristall. Schade. Dann müsste er ja... Wo muss ich lang? Hier muss ich raus. Dann muss ja hier einer sein, oder? Nice, Dude. Guckt's euch an. Ich bin einfach der Kristallfinder. Ich... Oh, da ist eine Kiste. Eine Kiste. Da haben wir eine Kiste. Lul, der benutzte das Herz von Azeroth. Habe ich auch noch nie so gesehen. Wait, der benutzt also das Herz von Azeroth, um die Kisten zu öffnen, oder was? Strange. Wieso? Das ist alles nur eine Vision anscheinend. Alles nur die Herz von Azeroth-Vision. Was passiert hier gerade? Ich sehe nicht mehr viel, to be honest. Okay, das müssen wir dodgen. Das ist echt schwierig, diese komischen Pimmel da, die aus dem Boden kommen, zu dodgen. Holy fuck, dude. So, okay. Was passiert jetzt noch hier? Passieren komische Dinge hier. Ich weiß nicht genau, was abgeht. Aber ist ja auch egal. Solange alles stirbt, alles fein, I guess. So, hier auf jeden Fall die Dominator einfach. Digga, wenig Verwüstung. Nice, dude. Das nenne ich Skill. Okay. Blinzeln. Zack. Bam, 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 bam. Okay, hier passieren irgendwelche Dinge. Ich töte einfach den Mob, I guess. Ich sehe nichts mehr, aber ist nicht so schlimm. Glaube ich, oder? Ich krieg jetzt hier von irgendwas Damage, aber nee. Nee, ist alles gestorben. Ist ja wunderbar, dude. Einfach stehen bleiben und dann hast du gewonnen. So, hier haben wir noch einen Kristall. Nice. Oh, Violett. 100 geistige Gesundheit bringt mir das. Nehme ich mit. Oh. Hier geht's raus. Okay. Was ist das denn? Vesok, der Lichtlose. Oh, guckt ihn euch mal an, Alter. Was hat er da? Verfaulte Blätter? Ist das so ein verfaulter Baum irgendwie? Alter, guckt ihn euch mal an, Dudes. Oh, da muss ich sidesteppen. Oh, leider nicht geschafft. Egal, bin reingesteppt ins Desorient. Oh, ich muss mich hier irgendwo drinnen aufhalten. Ich weiß nicht genau, wo ich bin, aber okay. Oh, hier muss ich sidesteppen, glaube ich. Okay, habe ich, glaube ich, einigermaßen geschafft. Oh, da ist das Giftbock. Okay. Ich glaube, hier blocke ich einfach mal. Alrighty. Ich sehe hier gar nichts mehr, Dude. Aber ist egal, Boss ist gleich tot. Ah ja, da ging jetzt wieder die Verwüstung rein. Ich habe das Gefühl, ich habe die Mega-Luck-Procs, die man überhaupt kriegen kann, wenn man sowas macht. Okay, die da unten skippe ich, scheiß ich drauf. Und dann geht's in die letzte Zone. Die letzte Zone ist Tal der Geister. Uff. Die guten alten das Tal der Geister, auch das darf man natürlich nicht unterschätzen. Aber auch hier geht's direkt rein, würde ich sagen. Zack. Mechagon Armschienen hier. Zack, bam. Lebende Bombe. Zack, bam. Weg. Oh, da sind ein paar Zahlen. Digga, ich habe das Gefühl, ich mache bessere Puls in Ego-Perspektive als ohne. Da lebe ich ja nie. So lange wie hier. Oder da. Digga, es fällt alles gefühlt schneller. What the fuck ist das Damage? Ich dachte schon, die kommt gar nicht zu ihrer Verwandlung. Okay, aber sie ist schon wieder gestorben. Sehr gut. Sehr gut. Ich würde sagen, wir töten auch die hier direkt. Zack, weg mit dir. Oh, da kam wieder ein Brock. Nice, dude. Nice, nice, nice. Ist da ein seltsamer Kristall hier zu sehen? Nee, da oben vielleicht. Ich glaube, da oben ist gar keiner. Aber
Da drüben ist keiner. Ja gut, also da drüben ist keiner. Dann können ja nur da hinten irgendwo sein. Hat jemand schon eine Kiste? Ah, da ist eine Kiste. So, und jetzt achtet mal drauf. Guck mal, das Herz von Azeroth ist einfach da. Wir öffnen also mit dem Herz von Azeroth so Kisten. Also Enzoff-Kisten. Gut, I guess wir benutzen es wahrscheinlich. Aber trotzdem ist es ein bisschen strange, dass wir es dafür verwenden, um Enzoffs Kisten zu öffnen. Merkwürdig. Naja, gut, wie auch immer. Auch die. Habe ich überhaupt 5 Masken an? Ja, habe ich. Manchmal, also. Ich weiß nicht, was das hier für ein Damage ist, den ich hier gerade mache, aber irgendwie. Hab ich das Gefühl, die Vision würde genervt. Nicht mehr feierlich. So, okay. Zwielichtverwüstung Proc oder was? Wie sieht's aus? So, auch er ist dead. Und dann mal gucken, ob wir ihn irgendwie hier reingezogen bekommen. Oh, das war auch nicht die beste. Ich hab den vorher gekillt. Ich hab den vor seiner Füße. What the fuck ist das Damage? Ich hab den einfach, bevor er seinen Cast machen konnte, gekillt. Lul. Actually insane. So, dann müsste hier ein Kristall sein. Guckt's euch an, so, ich kenne das ja nur auswendig. Gut. Ich werde dann wahrscheinlich auch nächsten Run meinen Mount endlich kaufen können. Dafür spare ich für das 100k Mount. Und hier ist der zweite Kristall. Wunderbar. Und dann müssen wir da runter. Da unten liegt auch noch ein Kristall. Ziemlich sicher, dass da hinten hinterm Haus liegt da auch noch einer. Da bin ich mir ziemlich sicher, Dutz. So, dann pullen wir das alles in den Schaman hier rein. Das ist, glaube ich, der Plan. Zack! Boah, FPS-Drop, aber alles tot. Hauptsache das. Hauptsache alles tot, Dude. Oh, seltsamer Kristall, ich hab's gewusst. Ey, ich hab nur 9, oder? Ne, 10. Okay, perfekt. 10 Kristalle, perfekt. Und dann öffnen wir das. Dann haben wir 2448, haben ein paar Mobs ausgelassen, also 2500 plus minus kann man ungefähr sammeln insgesamt hier in Orgrimmar. Was ist das? Blau, das ist das Gift. Das wollt ihr nicht trinken. So, jetzt geht's rein zu Thrall. Ich glaube, wir gehen einfach direkt in Melee Range, ist glaube ich der Play, ne? Ich glaube, das ist der Play. Okay, hier passieren irgendwelche Dinge, I guess. Oh, wo ist die Kugel? Da ist die Kugel. Oh, Digga, ich sehe nix. Ich sehe ja gar nichts mehr. Oh, wir müssen ausweichen. Und dann müssen wir rein. Und wo ist die Kugel? Da ist die Kugel. Okay. Wir sterben jetzt, aber okay, das muss man dodgen. Ist nicht so schlimm, wenn wir sterben. Wir können uns ruhig einmal, können nur einmal sterben. Nice, Dude. Wir haben es geschafft. Sick. Ja, so wird's gemacht. 5 Masken in Ego-Perspektive geschafft. Muss man auch erstmal schaffen. Oha, guckt's euch an. Da ist ein starker Rexer. Oh, was ist das? C-Tummel, C-Tun haben wir gelootet. Nice. Okay, da ist Thrall. Rasender Puls 3, man kennt's. Schmutz. Schmutzige Loot kriegt man wieder. Egal, ich bin ja hier eh reingegangen für die Mementos und für die Echos. Und nicht für den Loot. Ja, das. Okay, jetzt kriegen wir auch nochmal Echos auf unser Konto. Nice. Und wie viel Echos haben wir jetzt? 98.000? Ja.
Gut, das war ein Full Clear Run, 5 Masken in Ego-Perspektive. War aber was Neues. Und hier ist der gute Magier. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Und wenn ihr mich supporten wollt und weitere Videos von mir sehen wollt, dann auch gerne ein Abonnement. Und ansonsten würde ich sagen, macht euch noch einen schönen guten Tag. Haut da rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.